Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber, zu einem weiteren von meinen Let's Test, Let's Play. Man weiß es nie so genau. Ich spiele heute, ihr seht es hier, Penumbra. Ich stelle mal das Spiel auf Deutsch. Ja, okay. Penumbra, ja, ein... Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube auch so in die Horrorrichtung geht's ein bisschen, aber nur ein wenig. Kurze Intro, ja genau. Kurze Info, bevor ich das Intro laufen lasse. Und zwar, wenn es ein Intro gibt. Und zwar. Warum kamen die letzten paar Tage kein Video heraus? Das hat folgenden Grund. Mich hat es mit der Erkältung echt stark erwischt. Von der Stimme her nicht so, aber ich muss in der Arbeit die ganze Zeit reden. Hier muss ich die ganze Zeit jetzt reden und das schlaucht schon an der Stimme. Und die war auch ein bisschen angeschlagen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe walten, bevor ich Let's Plays rausbringe, wo man mich, keine Ahnung, nicht hört oder nicht versteht oder aus irgendeinem Grund weiß der Geier. Habe ich gedacht, ich lasse das jetzt mal 2, 3 Tage, mache keine Videos. Candles hat es ja noch gegeben, das kam vor der Erkältung. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit diesem Spiel, Penumbra. Ich persönlich hoffe, es wird sowas wie Heritage mit anderen Rätseln. Na, dann fangen wir mal an. Yes, I want to start a new game. It all began a week after my mother's passing, and I thought that I couldn't be in any worse emotional state. That was before the letter dropped in my mailbox. It was supposedly written by my father, who left my mother before I was even born. The mail contained a note telling me he was dead and asked forgiveness for not being there. There was also a key leading to a safe deposit box. I thought about just throwing it away, but I had always wondered who my father was, and I just couldn't let it go. After an internal struggle, my curiosity won, and I headed to the bank where the box was deposited. In the box was an old book written in some strange language unknown to me. There were also some notes that I figured must be in my father's handwriting. The text in the notes was hard to read, but after some effort, I found out that a lot of them were about a place somewhere in Greenland. I wondered if this place might give me some clues about my late father. Days went by, and I couldn't get this place in Greenland off my mind. I knew I had to go there. Finally, I took a flight to Greenland, and after landing, I had to hitch a ride with a fishing boat. As we arrived at shore, ominous clouds were gathering in the sky. It seemed like a storm was on the way. Despite warnings from the fishermen, I started walking towards my destination. Now that I was close, I couldn't just stop and rest. As I was walking, a strange sensation went through my body. I wondered what was waiting for me out there. A half an hour later, I was caught in a fierce storm. Perhaps I should have listened to the fishermen. I struggled on blindly and thought I was about to die from exposure when I found some sheltering rocks. As I crawled under the rocks, I hit something hard and metallic. A hatch. Somehow I knew this was what I was looking for. I gripped the handle and pulled it open using all my remaining strength. Slowly, I stepped into the unknown. Ja, beziehungsweise die ein bisschen Englisch können, haben oder wissen jetzt, worum es geht. Ihr hört es, ich bin immer noch ein wenig erkältet, also ich bitte um Nachsicht. Ich wollte euch aber jetzt unbedingt mal wieder mit einem Video versorgen. Und da dachte ich mir, Penumbra. Warum nicht? Okay. Also, kurze Info. Der Vater ist gestorben und er hat einen Schlüssel hinterlassen und der ist dann mit dem Schlüssel zu der Bank, wo das Postfach ist mit dem Schlüssel, hat da drin ein Buch gefunden in einer seltsamen Sprache, dem wollte er auf den Grund gehen.
Ist dann mit einem Paar. Ist dann mit ein paar Fischermännern, so hat's geheißen, ist er dann mitgefahren. Die haben den gewarnt, weil ein Sturm war. Er hat sich irgendwie verlaufen und Pi mal Daumen ist er jetzt hier. So, okay, so duckt man sich. So steht man auch wieder auf. Okay. Ah, okay. So, wir öffnen jetzt mal. Ah, da ist ein Schrieb drin. Notebook N. Merken wir uns mal kurz jetzt noch verschiedene Sachen. Okay. Ist das hier auch nicht? Das hier? Da ist noch was drin. For Inventory. Ups, das ist Tab. Painkiller. Taschenlampe. Batterien 40 und Notebook. Okay. So, das hier ist verschlossen. Ja. Okay. So. Aha. Wie komme ich hier weg von dem Rätsel? Okay. Schauen wir uns mal die Notiz an. The same thing, darkness. I changed the code from the door to no 1993. Alles klar. Was passiert? Ich will jetzt nicht irgendwie Escape drücken. Machen wir es einfach so. So. 1, 9, 9, 3. Ist offen. So. Puh. Der Spind, wo noch verschlossen ist, den behalten wir mal noch im Auge. Beziehungsweise. Saving. Es wird automatisch gespeichert. Komme ich denn irgendwie ins Hauptmenü? Okay, jetzt ist der Strom ausgefallen. Okay. Kommt irgendein Dampf raus. Die Tür. Irgendwas gefunden. Okay. Wie komme ich noch mal ins Inventory genau? Piece of K? Piece of K. Okay, ich kann das nicht mit der Hand machen. Okay, wir müssen erstmal. Da ist noch was. Aber ist nur irgendwas zum Wegwerfen. Oh. Kann ich das irgendwie rausholen, um mich zu verteidigen? Okay, vielleicht nicht. So. Die Tür geht auf, aber nur weil sie nicht elektronisch ist. However, I can bend it open. So, okay, mit dem Metallstab haben wir also die Tür aufgebrochen. Entschuldigung. So. Na dann. Doch nicht zum Verteidigen da gewesen. Okay.
Das Spiel scheint schon recht düster zu sein. Okay, mach mal auf hier. Okay. Ah, sehr gut. Ah, doch nicht sehr gut. der Generator wird nicht anlaufen. Ich muss Benzin finden für ihn. Alles klar. Aber ich glaube, wenn der an ist, dann haben wir auch wieder Saft. Also ich reiß jetzt mal. Sehr gut. Cool. Sehr gut. Jetzt haben wir das. Hier scheint es nicht mehr zu geben. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Jetzt ein Eimer. Aber nichts Besonderes irgendwie. Okay. Na also, dann probieren wir das doch jetzt einfach mal und leeren, war ich hier, glaub. Und leeren mal das Benzin da rein. So, das ist ganz einfach. Tap. Benzin. So, Taschenlampe kann man auf F öffnen. So. Jetzt nochmal alles absuchen. Was war das? Ah, okay, Painkiller. Einmal die Taschenlampe anzeigt. Ich glaube, wir lassen die jetzt mal aus, weil die Batterien ohne Tür. Okay. Dafür brauche ich eine Karte. So. Das bringt mir alles nichts, das bringt mir auch nichts. War das jetzt? Dynamit. So. There's no way I'm getting it started. Ach so, er sagt immer dasselbe. Ja. Wurde schon lange nicht mehr benutzt, aber das wundert mich auch nicht. Ah, man kann auch rennen. Das ist ja interessant. Sehr gut, ich komm nicht mal mehr zurück. Dann muss das doch hier irgendwo sein.
bin mir sogar relativ sicher, dass es unten sein muss, weil hier oben haben wir ja schon den, das Benzin gefunden. Aber wo? Ah, kriegt man die irgendwie auf? Ja. Da ist es doch. Was nur suchen. Ja, gut. Das heißt, wir können jetzt den Generator zum Laufen bringen. Der war hier drin, ja. Genau. Wo haben wir denn Tab? So. Das sollte es. Ach, okay, jetzt muss ich das nochmal reinlernen. So, jetzt geht's auch in den Generator rein. Drücken wir mal den Startbutton. Ja, gut. Sieht so aus, als wäre die Power zurück. Schon viel heller. Jetzt gehen wir mal unten weiter. Passage Card. Okay, gut, dann kann ich jetzt, ups, dann gehe ich jetzt am besten nochmal zurück und suche die Passage Card. Trotzdem saumäßig wenig Licht. Eins, neun, neun, drei. Oh, super. Shit. Dafür brauchen wir einen anderen. Da können wir rein. Wir hätten, das Tor ist irgendwie magnetisch. Und der Magnet funktioniert natürlich nur, wenn wir den Strom anhaben. QAI. Ah, so kann man um die Ecken schauen. Er fühlt sich merkwürdig. Ich würde sagen, ich speichere jetzt mal hier und ich glaube, ich mache jetzt mal die erste Aufnahmepause, weil ich glaube, das wird ein Let's Play. Ich glaube, das ist was Größeres. Ich hoffe, dass das was Größeres ist. Bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sage bis zum nächsten Part von Penumbra. Bis jetzt ein sehr interessantes Spiel. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Bis dann, haut rein. Tschüss. Ha ha ha.